So, bevor ich was Wichtiges zu erzählen habe, gucken wir erstmal, was wir als nächstes tun. Die Quests, ein blutiges Festmahl, sprich vor dem Thronsaal mit Myrine. Der Kultistenkönig, okay. Bringe Artefakte nach Atlantis, ist klar. Sprich mit dem Schwertfisch, ist klar. Sammle Artefaktfragmente, ist klar. Erreiche, denn ja. Enthalle der kaledonische Eber. Beschaffe, der Schatz liegt in Diakovti östlich von Kythera. Die Geschichte mit den Siegeln. Schaffe für Xenia die goldene Feder des Eiers. Finde Schätze mit den Schatzkarten im Inventar. Ja, bla. Gewinne alle Kämpfe. Ups. Finde und töte Simpsonsen. Ups, halt, ich wollte zur Karte. Wo wäre da jetzt unser Ziel? Ich sehe erstmal keine Markierung. Nisyros. Ach, Mensch. Nisyros. Nisyros, da ist er. Ach, du Scheißendreck. Na gut. Okay. Gut, da sind wir. Ich markiere noch kurz, wo wir hin müssen und ja. Also, es geht um Folgendes. Leider Gottes war ja in den letzten Folgen von mir so gut wie gar nichts zu hören. Was mir auch mächtig leid tut, hat folgenden Grund. Also, ich muss den Viecherplan machen. Nächste bitte. So. Also, zum Thema. Letzte Woche gab es ein großes Update, inklusive der nächsten Episode aus dem ersten DLC. Ich hatte doch den Anlegesteg markiert. Hallo? Hä? Ach da. Gut. Ja. Wie gesagt, kam das große Ab der große, das ja das große Update und einen Tag später kam dann gab es noch mal ein Patch. Und genau zu dem Zeitpunkt habe ich mir eine neue Grafikkarte ge gekauft, die ADX 2070 für die Leute, die es interessiert, von MSI. Und die habe ich eingebaut. Alles wieder verkabelt, bibabo. Hatte erstmal das Problem, dass ich seitdem sehr große Performance-Probleme habe. Bedeutet ewig lange Ladepausen, ja, immer wieder Hänger. Das gravierendste ist, dass ich eine Quest nie annehmen kann, weil. Hat man wundern, dass er gerade noch rausgekrabbelt kommt. Weil unser Ziel. Ja, ich konnte eine Quest nie annehmen, weil unser Ziel. Das hängt halt mit dem Performance-Problem zusammen. Also,
Die Questgeberin wurde in dem Sinne nie geladen, also die Texturen und so weiter und so fort. Das bedeutet, da stand einfach ein Dummy rum. Und auch im Hintergrund. Nee, ihr sollt ruhig sein. Auch im Hintergrund von den Gebäuden, die Texturen an den Säulen wurden die geladen und so weiter und so fort. Hier merkt man es auch, es gibt andere Druckler. Keine Ahnung warum, ich habe schon alle möglichen anderen Spiele getestet, die ich zurzeit zocke. Da läuft alles vom Feinsten und fluffig und hast du die gesehen. Und hier mit Odyssey gibt es Riesenprobleme. Ja, ich hatte trotzdem aufgenommen. Und beim Schneiden habe ich dann auf einmal festgestellt, scheiße, von mir ist eigentlich so gut wie nichts zu hören. Habe mich dann auf die... Also habe dann versucht rauszubekommen, woran das liegt, das Ganze. Habe es auch rausbekommen. Ich weiß nicht warum, aber durch den Wechsel der Grafikkarte hat sich in meinem Aufnahmeprogramm einfach mal die Lautstärke verstellt. Das bedeutet, Spiellautstärke 100% und meine Sprache nur 70%. Und das hat halt zur Folge, dass ich ganz leise bis gar nicht zu hören bin in mehreren Folgen. Sorry, tut mir furchtbar leid, aber damit konnte ich nur gar nicht rechnen. Und ja, wie gesagt, auch die Performance-Probleme. Ich habe schon alles Mögliche versucht, ich kann da leider nichts dran ändern. Oh, ein güldenes Fragezeichen. Ja, gut, so viel dazu. Lassen wir uns den Spaß trotzdem nicht nehmen am Spiel. Dann hatte ich ja letztens noch ein oder zwei Synchronisationspunkte entdeckt und war mir hundertprozentig sicher, jetzt haben wir die 100% in der Statistik. Nein, haben wir immer noch nicht. Wir sind immer noch in der Statistik bei 99% der synchronisierten Punkte. Finde ich persönlich Kackenscheißdreck. Aber ja, irgendwann, irgendwo muss noch ein, zwei Synchronisationspunkte existieren, die wir noch nie gefunden haben. Gut, da vorne ist er. Arges der Strahlende. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt einen richtig heftig schweren Brocken vor uns haben. Und hier gab es ja, glaube ich, auch noch was, was wir ewig gesucht haben, aber nicht gefunden haben. Na, wie auch immer. Finde und töte Arges. Also das wird wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, ein mörderheftiger Bosskampf. Niemand darf mich entdecken. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Arges der Kyklon. Ech, du scheiß Dreck. Oh oh, ich hab Schiss. Hasse das immer noch, wenn ich auf Heilen drücke und im selben Moment sterbe. Ah, das ist so ätzend. So, mein Dicker. Ups. Hallo? Was ist denn jetzt los? Scheiße, wo kommt der her?
Was ist denn das? Das? Das kapiere ich jetzt mal überhaupt nicht, wieso die anderen hier stirbt. Also die Quest, die mache ich jetzt definitiv nicht. So, wir hatten sprich vor dem Thronsaal mit Myrene. Das machen wir doch glatt. Wissen wir nicht, was da auf uns wartet. Einfach folgendes, ich muss in 2 Stunden wieder arbeiten gehen und dadurch habe ich jetzt ganz ehrlich im Moment nicht die Muse, mich jetzt in aller Ruhe um diesen Arges zu kümmern. Das gehen wir dann ein andermal an. So, und jetzt gehen die Probleme los, die ich beschrieben habe, was ihr aber leider nicht hören konntet. Der Kuckel kriegt wieder eine Staffel mit. Ja, ich habe eben immer wieder hier diese Freezes. Das ging bis ewig lange Ladepausen. Dann werden halt hier, ihr seht ja, die Texturen von den NPCs nie geladen. Beziehungsweise erst spät. Ach, das ist zum Kotzen. Aber ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Also die neue Grafikkarte, die ist nur bei Weitem besser als die vorhergehende. Von daher gesehen kann es daran nicht liegen. Ich weiß es nicht. Ist etwas katastrophal, das Ganze. So, und das ist genau das, wo ich jetzt immer Schwierigkeiten hatte, weil es einfach die Texturen von der Myrene nicht geladen hat. Mal sehen, was jetzt passiert. So, jetzt ist sie immer noch ohne Texturen. Auch diesmal haben zumindest die Säulen dahinter Texturen bekommen. Ich fantasiere, Leo. So, jetzt ist das Problem, solange die Texturen von der Myrene nicht geladen werden, kann ich die nicht ansprechen und kann die Quest nicht machen. Ich habe das ungute Gefühl, es wird wieder so sein wie beim letzten Mal, dass ich hier einfach nicht weiterkomme. Genau. Weiß der Geier warum, aber die Texturen werden einfach nicht geladen und ich kann die nicht ansprechen. Ach ja? Anscheinend ist einem unserer Männer der Helm ins Meer gefallen und er ist hinterhergesprungen. Er dachte wohl, das merkt keiner. Leider hat ihm niemand gesagt, dass es hier Haie gibt. Ich kann die nicht ansprechen. Tag ein, Tag aus auf einem Schiff sitzen und nichts tun können, das wäre kein Leben für mich. Ja, das war's. Das hat... Nee, hier passiert gar nichts. So, dann würde ich doch eigentlich ganz gern dieses Fragezeichen, diesen unentdeckten Ort erkunden. Die Quest müssen wir erstmal Quest sein lassen. Ich werde mich mal an den Support wenden von Ubisoft in der Hoffnung, da passiert was, da kann mir geholfen werden. So. Das ist natürlich jetzt eine ganze Ecke weg.
Geronimo! So. Das Pferd nützt uns hier erstmal im Moment nichts. Na, wobei, wir können es ja mal versuchen. Weil ich weiß jetzt nicht, wie wir hier übers Gebirge kommen. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Genau. Hier gehen die Probleme eventuell schon los. Ne, es geht. Okay, alles klar. Müssen wir halt bloß den Weg da hoch und dann wieder runterfinden. Tja. Da könnte man sich ein teures und edles Stück neue Hardware und dann gibt es ausgerechnet im momentan absoluten Oberlieblingsspiel massive Probleme. Wie gesagt, ich habe Wolfenstein getestet, ich habe meine Racing Sims getestet und so weiter und so fort und es lief überall vom Feinsten ohne Probleme. Teilweise besser als vorher, was so eine Zweck der Sache ist, wenn man sich eine neue, stärkere Grafikkarte zulegt. Dabei wird es nicht bleiben. In der nächsten Zeit wird es dann noch ein Upgrade geben, neues Mainboard, neuer Prozessor, neuer Arbeitsspeicher. Aber die Grafikkarte wäre erstmal wichtig. Weil die 1060 war eigentlich einfach für meinen WQHD-Monitor etwas zu spärlich, sage ich mal. Aber was hier mit diesen ganzen Freezes sind, hast du nie gesehen. Ich stehe vom Rätsel. Ich weiß es nicht warum. Oh, das geht schief. Nö. Naja, mit angeknacksten Knochen hält mein Pferd durch. Aha, ein Banditenlager, wie es aussieht. Hey, ein roter Baum. Sieht aus, als würde da brennen. Komisch. Das Pfarreilager haben wir entdeckt. Naja, dann wollen wir mal nicht. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Auch wieder die Textrunde geladen von den Felsen. Oh Mann. Ja. Eigentlich hatte das ja jemand gesehen. Ah, der Chef kommt gleich mit. Das ist cool. Oh, so geht's auch. Den gleich mit. Keine Bewegung! Warum liegt die jetzt hängen? Na ja, dann machen wir mal ernst. Stirb einfach. Oh, viel eingeschränkt. Na ja, oben haben wir noch Opfer. Und guten Flug.
Ach, da haben wir ja noch einen. Geschmeidig runtertreten. Und damit haben wir das Pfarreilager abgeschlossen. Pfarrei, wie auch immer. So, noch gut einzusammeln. Sind zwar keine Reichtümer, aber Kleinvieh macht auch Mist, sagt man ja so schön. So, mal schauen, haben wir noch was Schickes in der Nähe, was wir noch nicht erkundet haben. Naja, hier haben wir da noch was. Das Edimion-Lager. Und ab ins Wasser. Ach, jetzt müssen wir wieder hochklettern. Na toll. Das jetzt? Hä? Ich habe jetzt gar keine Taste gedrückt. Der hat sich da ganz von alleine von dem Felsen abgestoßen. Komischerweise, wenn sie das machen soll, dann macht sie es nie. Wenn ich das definitiv so will. Ich meine, mir ist schon klar, dass es nie ein perfektes Spiel geben wird, aber das jetzt im... Ich weiß jetzt im Moment nicht, in wie vielen Teil der Assassin's Creed-Reihe immer noch eins von den Grundübeln beseitigt wurde, verstehe ich nicht. Ich meine, ein Grundübel haben sie beseitigt, was sich immer noch eisern gehalten hat. Dass sie entweder nicht dahin springt, wo sie hin soll, beziehungsweise dass sie sich nicht da festhält, wo sie sich festhalten soll. Das haben sie in Griff gekriegt. Die andere Seite ist wiederum, dass sie an vielen Stellen irgendwo dran klebt und ums Verrecken nicht loslassen will, wo sie es eigentlich soll. Zum Beispiel, ewig eine Wand oder eine Leiter runterklettern, lasse ich einfach los und sie lässt sich fallen. Macht sie einfach nicht. Naja, Ubisoft hat ja noch einige Teile Zeit. Die letzten Macken in den Griff zu bekommen. So, das ist ein größeres Lager, wie es aussieht. Ist es auch. Aber dafür etwas dürftig besetzt, muss ich sagen. Na gut. Dann wollen wir mal. Mal gucken, wo wir reinkommen. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Wieso hat er mich gesehen? Ich schätze nicht verstehen. Scheiße!
Blöd bloß ich. Ist das alles, was du kannst? Nein, ist es nicht. So, ansonsten kriegt kein Mensch was davon mit. Wie üblich. Scheiße. Hallo. Jetzt ist er schwach. Brauchst dich gar nicht erst auf Booster. So, das Endymion-Lager abgeschlossen. So, ehe wir hier Attention mit dem Kopfgeldjäger beginnen. Sichern wir erstmal die ganze Geschichte. Das ist ein Drecksack mit Gift. Ja. Ithylos, der wahnsinnige Bäcker. Es heißt, Ithylos, der wahnsinnige Bäcker, sei für sein köstliches Brot bekannt gewesen, als ein kriegsbedingter Mangel an Rohstoffen ihn dazu zwang, seine Preise anzuheben. Seine Kundschaft schwand dahin und er wusste, dass er sein Rezept ändern musste. Angeblich schmeckte der letzte Bissen Brot nun ganz leicht nach Mandel. Periphas der Nette. Na, wenn er nett wäre, wäre er kein Söldner geworden, ne? So, dann gehen wir mal ins Inventar. Was sich da so angesammelt hat. Sorry. Falls ihr das Gähnen gehört habt. Ja, wenn wir mal wieder irgendwo sind, wo es einen Schmied gibt, sollten wir den mal besuchen. Da ist er. Periphas, der Nette, oder Periphas, oder wie auch immer. Ich werde im Endeffekt mit der Aussprache hier nie wirklich klarkommen.